Liebe Salfeldnerinnen und Salfeldner, in regelmäßigen Abständen informiere ich in Form einer Videobotschaft über die aktuellen Entwicklungen in der Stadtgemeinde und in Salfelden. Und wie bereits in den vergangenen Ausgaben nimmt die Corona-Pandemie einen erheblichen Teil dieser Videobotschaft mit ein, aber was ich auch gerne informiere ist, wie ist es uns bei den Budgetverhandlungen gegangen und was steht in den nächsten Jahren an und für was wir mich einsetzen. Im Gegensatz zum Frühjahr diesen Jahres bekommen wir jetzt vom Land Salzburg täglich die Anzahl der aktiv infizierten Covid-Fälle in Salfelden. Und die Zahlen können uns auch noch lesen, und zwar unter www.salfelden.at auf unserer Homepage. Da ist dieses 7-Tage-Diagramm ersichtlich. Und dieses 7-Tage-Diagramm, das habe ich jetzt mitgenommen, und zwar in dieser Woche vom 11. bis zum 16.11. Da haben wir eine Zunahme gehabt von 89 aktive Fälle mit einem Höchststand von 272 positiv Infizierten in der Stadtgemeinde Salfelden. Und was ich noch mitgenommen habe, ist die Woche vom 17. bis zum 23.11. Da war die Zunahme nur mehr, unter Anführungszeichen Zunahme, nur mehr 29 aktive Fälle in dieser Woche. Aber was meiner Meinung nach besorgniserregend ist, ist die Höchstzahl von diesen 320 Fällen, und das lässt mich ja dazu aufrufen, bitte passen Sie auf Sie auf, schauen Sie, dass Sie nur mehr die notwendigen Kontakte, persönlichen Kontakte pflegen, damit unsere Kapazitäten in den Spitälern nach wie vor aufrechterhalten bleiben. Ein sehr wichtiges Werkzeug, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, ist die Nachverfolgung. Und zwar, Sie kennen das sogenannte Contact Tracing. Und seit vergangener Woche unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde Salfelden die zuständige Gesundheitsbehörde bei der Nachverfolgung von positiv infizierten Personen. Und mein Appell an dazu, wenn Sie von der Behörde angerufen werden, geben Sie Ihre Kontakte bekannt, und nur so können wir es schaffen, dass weitere Menschen nicht angesteckt werden. Die Zeit vor Weihnachten ist für unseren Handel von großer wirtschaftlicher Bedeutung, und es ist einfach schwierig in dieser wirtschaftlichen schwierigen Zeit, und die Corona-Pandemie ist eine sehr, sehr große Wirtschaftskrise, dass man die entsprechenden Umsätze macht. Umsätze sichern nicht nur die Regionalität, sondern Umsätze sichern unsere Arbeitsplätze, und mein Appell in diese Richtung: Wenn Sie was kaufen, schauen Sie, dass Sie es bei unserem lokalen Anbieter kaufen, und bevor Sie beim irgendeinem Internetanbieter das Ganze erwerben, vielleicht hat es auch der heimische Händler da um die Ecken. Nur so kann man eine gewisse Regionalität erhalten und Arbeitsplätze erhalten. Und wir in der Gemeindevertretung und in der Stadtpolitik sind uns bewusst, dass wir gerade in dieser Zeit in die Wirtschaft investieren müssen. Und das werden wir mit einem sehr ambitionierten Budget 20 und 21 im nächsten Jahr machen. Das ist einerseits möglich, weil wir unsere Rücklagen angreifen, also aufbrauchen, die wir heute in den letzten Jahren angespart haben. Und andererseits ist es möglich, weil wir finanzielle Zuwendungen seitens des Bundes und des Landes bekommen, um unsere Projekte umzusetzen. Und da bedanke ich mich auch sehr, sehr herzlich dafür. Es ist ein sehr ambitioniertes Budget 20 und 21, was schon durch das erste Gremium des Finanzausschusses einstimmig gegangen ist. Und ich stelle jetzt meine Schwerpunkte und meine Prioritäten für das Jahr 2021 vor. Eines dieser großen Projekte, was wir in den Jahren 2021 und 2022 angeben werden, ist die Betreuungsform der unter Dreijährigen zu forcieren. Das heißt, es wird in der Stadtgemeinde Salfelden ein Krabbelgruppenzentrum für 8 Krabbelgruppen errichtet werden. Und ich denke, mit dieser Investition sind wir für die Kinderbetreuung der Zukunft in Salfelden bestens gerüstet. Ein weiteres wichtiges Projekt in der Stadtgemeinde Salfelden ist der Neubau des Hauses 1 in der Seniorenwohnanlage in Vormach. In diesem Jahr 2020 haben wir die Grundlagen erarbeitet, und im Jahre 2021 soll ein europaweiter Architektenwettbewerb durchgeführt werden. Da wird die Planung, oder diese Planung wird ca. 6 bis 7 Monate dauern. Wir hoffen, dass wir da tolle Projekte erhalten werden, wo wir dieses Projekt in Zukunft realisieren können. Auch eine kurze Information über den Status des Park- und Vereinshauses in der Stadtgemeinde Salfelden. In den nächsten Wochen geben die Fachplaner die Errichtungskosten für dieses Projekt ab, und mit diesen Gesamtkosten
haben wir noch eine gute Grundlage, wo wir in der Gemeindevertretung die weiteren Schritte beraten können. Anrainer warten schon lange und der Hochwasserschutz ist auch noch nicht ganz fertiggestellt. An der Ursula, was fehlt noch? Die Schutzwasserbauten an der Ursula, da fehlt noch der Hochwasserschutz von der Brandlbrücke bis oberhalb der Dillingbrücken und was auch noch fehlt, ist die Verlegung der Dorfheimerbrücke. Und ich kann berichten, dass wir im Jahre 2021 und 2022 die Verlegung der Dorfheimerbrücke forcieren werden. 2021 werden wir mal mit den Brückenbaumaßnahmen beginnen. Und was ich auch berichten kann und wo ich mich sehr herzlich bedanke, ist die Unterstützung der WLV-Gebietsbauleitung Pinzgau. Umweltfreundliche Stromerzeugung für den Eigenbedarf. So ist das nächste Projekt. Und zwar, um was geht es da? Da geht es um die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwehrhauptwache in der Stadtgemeinde Saalfelden. Das ist eine Photovoltaikanlage mit Speichersystem und Notstromversorgung mit einer Anschlussleistung von 100.000 Kilowattstunden. Was kann man sich mit 100.000 Kilowattstunden vorstellen? Das ist der Jahresverbrauch von 25 Haushalten. Diese Investitionssumme von 215.000 Euro und bis auf 30.000 Euro ist dieses riesige Projekt der erneuerbaren Energie vom Bund und Land gefördert. Im Jahre 2021 werden wir das größte Straßenbaubudget seit Beginn meiner Bürgermeisterkarriere haben. Mehr als 750.000 Euro werden da verbaut werden. Was machen wir mit diesem Geld? Zum einen wird einmal die obere Loferer Straße, die Begegnungszone in der oberen Loferer Straße fertiggestellt, also bis zur Polizei, bis zur Kreuzung zur Polizei. Der Ehrenweg, die Ritzenseestraßen und der Fehlenteil der Kohlengossen wird im nächsten Jahr umgesetzt, sowie der Försterweg wird einer umfassenden Straßensanierung zugeführt. Ein gewisser Teil ist auch für die Neugestaltung der gemeindeeigenen Flächen bei dem geplanten Stadthotel reserviert. Und ich denke, das ist richtig ein sehr ambitioniertes Straßenbaubudget. Nun sind wir am Ende meiner Bürgermeister-Videobotschaft angelangt. Der Lockdown der persönlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen, der geht noch bis zum 7. Dezember, also es geht noch ein paar Tage. Und danach soll unserem Land wieder eine gewisse Normalität einkehren. Aber wenn man die gestrige Pressestunde gehört hat, hat der zuständige Minister gesagt, ja, fix ist nichts. Also werden uns da noch einiges erwarten. Aber was wir damit machen können oder was wir derzeit machen können, lieber Saalfelder und Saalfeldner, halten wir uns an die Regelung, die Bundesregierung rausgegeben haben. Schauen wir, dass wir möglichst wenig persönliche Kontakte haben und ich denke, dann können wir gemeinsam gut durch diese Krise. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen.